Erikas Golubowski wird da begleitet von seinem Trainer und Vater. Das ist der bereits zweite Auftritt für den jungen Litauer hier in Deutschland. Den ersten in Österreich, Verzeihung, aber hier im deutschsprachigen MMA-Raum. Den letzten Auftritt außerhalb Litauens in Deutschland, den durfte ich auch kommentieren, gegen niemand Geringeren als Wladimir Holodenko. Ja, und den kennen natürlich deutsche MMA-Fans sehr, sehr gut von der NFC, der größten Veranstaltungsreihe in Deutschland. Auch nächste Woche geht es da wieder rund. Und da hat er wirklich einen guten Eindruck hinterlassen, oder? Hat einen sehr, sehr knappen Kampf geliefert. Holodenko, einer der besten Mittelgewichtler Deutschlands, hat ihm, inzwischen kämpft er im Weltergewicht, hat ihm ein Unentschieden abgerungen. Das ist im Prinzip der einzige kleine Schandfleck auf der weißen Weste von Erikas Golubowski. Ansonsten hat er 7 Siege geholt. Ist im März nach diesem Unentschieden im März diesen Jahres zurückgekommen mit einem Punktsieg und will jetzt nochmal angreifen hier im deutschsprachigen Raum. Hat mit dem ungeschlagenen Florian Aberger aber ein richtig dickes Brett zu Boden. Und die Litauer als MMA-Nation, um das mal einzuordnen, die bringen nicht so unglaublich viele Kämpfer heraus, die dann auch außerhalb ihres Heimatlandes kämpfen, aber die kommen, sind eigentlich zu 80% dann extrem ernstzunehmende Gegner. Das stimmt, er hat einen sehr ringerlastigen Stil. Das heißt, Aberger wird hier von Beginn an auf der Hut sein müssen, dass er nicht zu Boden gebracht wird. Denn man sieht es schon, der Mann ist hier im Prinzip ein einziger sich bewegender Muskel. Wenn der den Gegner einmal am Boden hat, dann wird es sehr, sehr schwer, der Kontrolle des Litauers wieder zu entkommen. Mit 32, sagt man, hat ein Kämpfer seine Prime, also seine körperliche Bestform erreicht. Beide ungeschlagen. Was für ein hochklassiges Duell hier. Es geht um den Mittelgewichtstitel von Inferno. Ladies and Gentlemen, here at Congress Innsbruck, Inferno Fighting Championship presents the co-main event of the evening. 3 5-minute rounds. An inaugural title bout for the Inferno FC Middleweight Championship title between two undefeated fighters. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is an all-round fighter. He stands
meters tall and weighing in at 84 kilograms even, with a professional record of 7 victories, no losses, and 1 draw. He fights out of Vilnius, Lithuania. He is Akers Golubauskas. And introducing his opponent, fighting out of the red corner, this man is a striker. He stands 186 centimeters tall and weighing in at 83.9 kilograms, with a professional record of 7 victories, no losses. He fights out of Graz, Austria. He is Florian Berger. And your referee in charge at the bell, Nabil Sevan. Nabil Sebai, der Referee. I need a clean and fair fight, guys. All right? Check hands. Go back to your corner. Good luck. Sehen noch mal die letzten Instruktionen des Offiziellen. Natürlich gab es die auch im Vorfeld. Rules Meeting, Doctor Checks sind immer der Standard vor solchen Kämpfen. Bei Titelkämpfen schadet es nicht, noch mal hinterher zu gehen. Wir sehen hier unterschiedliche Auslage. Der Österreicher rechts vorne. Ja, davon abgesehen sind die beiden fast schon ein Spiegelbild voneinander. Zwei junge Nachwuchssportler. Aberger ein bisschen massiger, ein bisschen muskulöser. Das kann aber auch heißen, dass ihm hinten raus vielleicht eher die Luft ausgeht. Von Golubauskas weiß man, der kann über die Zeit gehen, wenn er muss. Von Aberger weiß man das noch nicht. Er ist in allen Profiduellen bislang vorzeitig als Sieger hervorgegangen, hat all seine 7 Siege in der ersten Runde geholt. Ja, und das scheint er hier auch zu probieren. Schwingt da wirklich harte Schläge. Seine Stärke, das sind seine Fäuste. Das ist der Standkampf. Golubauskas auf der anderen Seite, ich habe es schon mal gesagt, ringt vor allem gerne, bringt die Gegner gern runter, kontrolliert sie dort. Wir sehen schon eine Rötung da auf an der linken Gesichtshälfte von Golubauskas. Lässt sich stellen. Golubauskas muss aufpassen, dass er da nicht zu viel Zeit mit dem Rücken am Zaun verbringt, denn dann kann er im Zweifel nicht mehr so gut ausweichen, wenn Aberger nach vorne stirbt. Jetzt ist es Aberger, der hier den Takedown sucht. Hat die Hände zusammen hinter der Hüfte, bringt den Litauer hier zu Boden. Oh, das ist technisch sehr, sehr gut gemacht. Hat erst nur ein Bein angegriffen, den sogenannten Single-Leg-Takedown. Dann ist er gewechselt zum Double-Leg-Takedown, als er gemerkt hat, dass der Gegner das verteidigt. Und jetzt hakt er da seine Beine ein und das macht es Golubauskas sehr, sehr schwer, hier wieder rauszukommen aus dieser Position, kontrolliert also seinen Gegner. Aber Golubauskas hat den Kopf gegriffen, beziehungsweise den Hals von Aberger und setzt zu der sogenannten Guillotine an. Aber dadurch, dass Aberger in der Oberlage ist, ist im Prinzip diese Aufgabetechnik hier überhaupt nicht möglich durchzubringen, weil ihm die Kontrolle über den Körper des Gegners fehlt. Jetzt hier Top-Position für Aberger. Golubauskas macht das sehr abgeklärt hier, versucht sich systematisch wieder zurück auf die Füße zu kämpfen. Aber Aberger entzieht ihm da die Stütze. Und beide Kämpfer müssen zu jeder Zeit den Kampf in Richtung eines Finishes oder zumindest mal einer Positionsverbesserung treiben. Ansonsten wird der offizielle Nabil Sebai den Kampf wieder im Stand fortsetzen lassen. Also einfach nur hier aufeinander liegen und sich gegenseitig festhalten, das funktioniert nicht. Und um das auch noch mal ganz klar zu sagen, diese Schläge am Boden sind zwar ein bisschen ungewohnt für das ungeübte Auge, aber sie sind einfach von der Wirkung her ganz anders als Schläge im Stand bei zum Beispiel einer Boxkombination. Ja, ist nicht so, dass die nicht wehtun, also die merkt man schon auch, aber ich gebe dir vollkommen recht, da ist nicht dieselbe Power dahinter wie ein Schlag im Stand, wenn man das ganze Körpergewicht, die ganze Hüfte mit reinlegen kann. Golubauskas sollte jetzt hier versuchen, aus der Rückenlage ein bisschen aktiver zu sein, seine Position zu verbessern, aber Aberger macht ihm das alles andere als einfach. Wir sehen es, bleibt da sehr, sehr eng dran, lässt dem Litauer dadurch wenig Platz zum Arbeiten, um beispielsweise selbst Aufgabegriffe anzubringen oder sich dort rauszubewegen, auch das ist ja möglich. Und vor allen Dingen in dieser Gewichtsklasse bedeutet diese Position auch gleichzeitig, dass Golubauskas hier ja, mittlerweile schon seit fast 2 Minuten das Gewicht
seines Gegners tragen muss, dagegen arbeiten muss. Und insofern kämpft er gerade gegen zwei Kräfte, nicht nur gegen Aberger, sondern auch gegen die Schwerkraft. Ja, und eins muss man ja noch sagen, liebe Zuschauer, ihr kennt das aus dem Boxen, da wird Gewicht gemacht, das wird hier im MMA natürlich genauso gehandhabt. Das heißt, die Kämpfer kochen ab, schwitzen so viel Wasser raus wie möglich, wenn es am Vortag des Kampfabends auf die offizielle Waage geht. Dort haben beide Kämpfer 84 Kilo auf den Punkt erbracht. Heute wiegt Florian Aberger nach eigener Aussage schon wieder um die 95 Kilo, also nochmal 11 Kilo mehr. Ja. Und ich glaube, und das sieht man ja auch optisch, ich glaube nicht, dass Golubowskis so viel wieder rehydriert hat. Der sieht deutlich schmaler aus als Aberger. Der große Vorteil, wenn man so einen harten Weight Cut, so nennt sich dieses Prozedere, macht, ist, dass man natürlich am Ende schwerer ist und diesen Vorteil hat, den ich eben beschrieben habe. Der Nachteil ist natürlich, dass man hinten raus manchmal bei Menschen, die zu viel Gewicht verlieren und dann wieder aufbauen, merkt, dass sie, wenn Kämpfe länger dauern, schneller ermüden. Das ist also ein bisschen eine Abwägung und da muss jeder Athlet und jedes Team für sich selber entscheiden, wie weit gehen wir da, wie viel machen wir im Vorfeld über die Diät und wie viel machen wir dann am Ende über den Verlust von Wasser, also ausschwitzen, ganz klassisch. Und weil immer wieder die Frage kommt, welche Aktionen sind hier überhaupt erlaubt, welche nicht. Wir haben es gerade gesehen, Golubowski ist attackiert da von unten mit Ellbogen. Das darf man. Zum Kopf treten eines am Boden liegenden Gegners darf man nicht. Das vielleicht noch als Info. Damit ist die erste Runde vorüber. Wir machen eine ganz, ganz kurze Pause und sind dann wieder zurück hier mit der Action live auf Sport 1. Wir sind zurück und können hier einen Blick in beide Ecken werfen in dieser Hallentotalen. Wir sehen den Erikas Golubowskis, der nicht mal einen Hocker dabei hat, der hier auf dem Boden sitzt und der schon sehr, sehr schwer atmet. Hier sehen wir das nochmal in der Nahaufnahme. Also das war für den eine sehr, sehr anstrengende Runde. Richtig, und wir haben in beiden Ecken gesehen, es wird mit dem Handtuch Luft zugefächert. Golubowskis hat sogar Eispakete auf den Schultern gehabt. Das dient dazu, dem Körper des Athleten zu helfen, die Körpertemperatur zu regulieren. Das ist dann ein bisschen weniger Arbeit, die der Körper selber machen muss. Golubowskis, der ist natürlich gut trainiert, der kann auch noch, aber am Ende des Tages ist die konditionelle Verfassung manchmal kampfentscheidend. Also ich hatte ja eingangs erwähnt, dass Florian Aberger turnt, seit er 3 Jahre alt ist, oder dass er im Alter von 3 damit begonnen hat. Und Turnen ist einer der physisch anstrengendsten Sportarten, die es überhaupt gibt. Denn man stemmt die ganze Zeit das eigene Körpergewicht gegen die Schwerkraft. Das heißt, der hat eine gewisse Grundkraft, die wahrscheinlich ihresgleichen sucht. Und gegen so etwas anzukämpfen, ist unglaublich schwierig. Ja, da kommen noch diese extra Kilos aus dem Weight Cut dazu, die wir eben angesprochen haben. Und dann wird es schon sehr, sehr schwierig. Ich glaube, ein anderer Sport, von dem man sagen kann, dass er physisch sehr, sehr anspruchsvoll ist, ist der MMA-Sport. Denn man muss wirklich alles können. Man muss stark sein, man muss schnell sein, man muss ausdauernd sein. Golubowskis arbeitet in dieser Runde ein bisschen cleverer als im ersten Durchgang. Er wahrt die Distanz, geht nicht zu nah ran an Aberger, läuft dadurch nicht so sehr Gefahr, wieder runtergenommen zu werden, sucht sich seine Trefferweise, geht rein, landet eine Hand oder einen Kick, geht wieder raus. Muss aber eben aufpassen, dass er von solchen Dingern nicht zu viele nimmt. Ja, perfekt durchgesteckt, gutes Timing hier mit der Schlaghand von Aberger. Oh! Und die Rechte hat gesessen von Aberger. Golubowskis wackelt, geht hier zu Boden. Aberger setzt nach und versucht, den Sack hier zuzumachen. Das sind harte, harte Schläge. Und solange hier Golubowskis noch die Position verbessert, wird er im Kampf bleiben dürfen. Aber sobald er hier Schläge nimmt und seine intelligente Verteidigung nicht zeigt, wird hier abgewunken. Ja, unbeantwortete Treffer führen zum Kampfende und zwar sehr, sehr schnell. Aber wir sehen es hier, Golubowskis arbeitet hier noch, versucht sich zumindest in die Guard-Position zurückzuarbeiten, versucht den Arm zu sperren, den rechten von Florian Aberger, damit der nicht weiter schlagen kann und hat damit auch Erfolg, wie wir sehen. Und eine Sache dürfen wir nicht vergessen, wir sind hier in einem Titelkampf. Die werden traditionell immer ein bisschen länger laufen gelassen. Also erst, wenn ganz eindeutig ist, dass der Kämpfer sich wirklich in dieser Position
nicht mehr intelligent verteidigen kann, wird abgebrochen. Bei einem Nicht-Titelkampf bricht man dann schon mal ein bisschen früher ab. Trotzdem sehr, sehr unangenehme Position hier für Golubowskis. Und auch wenn er jetzt hier nochmal hochkommt, dann ist er nicht nur physisch angeschlagen, weil ihn das ermüdet, sondern dann hat er natürlich auch noch diese harten Treffer einstecken müssen. Und ich glaube, das werden wir bestimmt gleich noch in der Wiederholung sehen, dieses Knie von Aberger, das hat er nur kommen sehen und hat sich dann daraufhin auf den Boden fallen lassen, um diesem auszuweichen. Trotzdem gab es vorher einige ordentliche Treffer mit den Fäusten. Ja, da kam rechter Haken durch, da war mal kurz das Licht aus, würde ich behaupten, bei Golubowskis. Dass er da noch stehen geblieben ist, ist tatsächlich ein Wunder. Auch er sehr, sehr erfahren, hat viele Amateurkämpfe bestritten. Diese Erfahrung merkt man ihm hier an. Versucht sich hier langsam wieder in den Kampf zurückzuarbeiten. Hat jetzt diese Full Guard zurück erarbeitet. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Denn jetzt kann er Aberger deutlich besser kontrollieren. Wir sehen es auch, der tut sich schwerer hier, der Österreicher, Treffer anzubringen. Und hier passieren sehr, sehr viele Dinge gleichzeitig. Wir haben es eben gesehen, kurz hatte Golubowskis sein Schienbein in die Hüfte von Aberger genommen. Das ist auch eine zusätzliche Möglichkeit, seinen Gegner zu kontrollieren. Hat sich aber dann wieder dagegen entschieden, den sogenannten Butterfly-Hook anzuwenden. Hält hier auch den Kopf von Aberger fest. Das verhindert, dass dieser sich aufrichtet und dann von weiter oben schlagen kann. Denn die Schläge, die tun dann wirklich noch mal ein gutes Stück mehr weh. Aber so sehr er sich ja auch zurückgekämpft hat in diesen Fight, Erikas Golubowskis, er ist immer noch in Rückenlage. Er wird immer noch kontrolliert von Aberger. Das heißt, er verliert diese Runde. Eine Minute ist noch zu kämpfen. Es wird schwer sein, das noch zu drehen. Und dann liegt er zwei Runden hinten. Also zumindest gehen wir mal stark davon aus, ja. Andreas. Das heißt, er braucht im dritten Durchgang ein Finish. Ja, oder er kann hier vielleicht noch mal nach oben kommen und es dann machen. Aber bislang sieht es so aus, als würde hier Aberger in dem ersten Kampf, der nicht in der ersten Runde endet im Profibereich, auch direkt beweisen, wie man es auch gerne in einem Titelkämpfer machen kann, dass er auch taktisch ein guter Kämpfer ist und nicht nur einfach Power hat. Sehr, sehr interessant, dass Aberger Golubowskis hier im Prinzip mit dessen eigenen Waffen schlägt. Denn dieser Stil, den wir hier gerade sehen, dieses Ringerische, den Gegner runternehmen, ihn kontrollieren, zermürben mit kurzen Treffern und am Ende über die Punkte vielleicht gewinnen oder einen Finish erzielen, einen TKO, einen technischen KO. Das ist eigentlich der Stil von Golubowskis. Aberger macht das hier bislang nahezu fehlerfrei. 10 Sekunden noch in diesem zweiten Durchgang. So, das war's. Runde 2. Ich würde sagen, noch eine Runde für den Österreicher. Und wir schauen mal kurz in die Wiederholung. Hier die guten Treffer aufwärtshaken und dann noch einen linken Haken hinterher. Und da geht sofort Golubowskis in den Rückwärtsgang. Und hier kommt das Knie und zack, er sieht das kommen und lässt sich sofort fallen, weil er keine Lust hat, das einzustecken. Also hat er noch gut reagiert und hinten raus versucht er eben hier, sich weiter zu verteidigen. Wir schauen noch mal rein, aufwärtshaken und der rechte Haken hinterher und dann die Doppeldeckung. Natürlich mit den dünnen Handschuhen nicht ganz so effizient wie im Boxen. Und da das Knie, dem ist er gerade so noch entkommen, von der Schippe gesprungen. Da war also keine Schlagwirkung, wegen der Golubowskis da runtergegangen ist, sondern du hast es vollkommen richtig gesagt. Andreas, er lässt sich absichtlich fallen, denn sonst hätte dieser Kniestoß da eingeschlagen. Und ich glaube, das wäre das Ende dieses Kampfes gewesen. Ja, spätestens dann hätte es wahrscheinlich geheißen, Gute Nacht, Marie. Wir sehen da wieder Golubowskis, der in seiner Ecke sitzt. Auch das eine interessante Entscheidung. Es sind ja letztlich auf dem Level hier wirklich Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Wenn man so tief sitzt, dann wird ein bisschen die Lunge gestaucht und man kann nicht ganz so gut atmen. Insofern eine Entscheidung, über die ich nochmal nachdenken würde. Aus Sicht der litauischen Ecke. Also dritte und letzte Runde. Wir fassen zusammen. Florian Aberger liegt hier mit ziemlicher Sicherheit 2 Runden vorn. Das heißt, Erikas Golubowskis braucht entweder einen Knockout oder einen Aufgabesieg, wenn er diesen Titel hier gewinnen will. Wenn er nicht seine erste Karriere-Niederlage kassieren will. Und ich hoffe, dass wir jetzt so ein bisschen Dringlichkeit auch bei ihm merken. Er darf hier nicht in den Autopilot wechseln. Dafür sind die ersten beiden Runden nicht
gut genug gelaufen. In dieser Halle hier kann man mittlerweile fast eine Stecknadel fallen hören. Wir sitzen ja hier schon seit mittlerweile 19 Uhr, Andreas. Hier war die ganze Zeit ein absoluter Hexenkessel. Aber dieser Kampf ist derart spannend, dass sich hier kaum einer traut, einen Mucks zu machen. Und vor allen Dingen bei der Größe dieser Athleten und der Dünne der Handschuhen, da kann es auch mal passieren, dass es schnell vorbei ist. Auch wenn es zwei Runden lang gut aussah für den einen Kämpfer, kann hier in einer Sekunde mit einem Schlag oder einem Tritt alles vorbei sein. Absolut. Also der Golubowski, der hat hier durchaus noch Chancen, dieses Ding zu drehen. Es wäre nicht der erste Kampf, der in den letzten Sekunden noch mal komplett gedreht wurde. Dementsprechend vorsichtig geht hier auch Aberger zu Werke, das muss man sagen. Der lässt das hier keinesfalls schleifen. Der ist hier nach wie vor noch hoch konzentriert. Und auf der anderen Seite kann der natürlich erstmal verwalten und schauen, was bringt da sein Gegner mit. Hat selber einen schönen, kurzen linken Haken ins Ziel gebracht. Aberger kann sich also jetzt aufs Kontern konzentrieren eigentlich. Noch 3 Minuten in dieser letzten Runde. Schöne Rechte von Golubowski. Der ist noch da und er hat diesen entschlossenen Gesichtsausdruck. Der will nicht mit einer Niederlage heimfahren nach Litauen. Aber um das hier wirklich noch zu schaffen, muss er ein bisschen Chaos erzeugen. Er darf nicht mit Einzelaktionen kommen. Er muss versuchen, jetzt hier Aberger in eine unbequeme Situation zu bringen. Der weicht immer großartig aus. Sobald er mit dem Rücken in die Nähe des Zauns kommt, geht er zur Seite raus, zirkelt raus, wie hier in diesem Moment auch wieder. Also taktisch schlau, ich habe es schon gesagt. Aberger, den kann man nicht mit der Einzelaktion so leicht aus dem Kampf nehmen. Aberger, der nun wirklich viele Sportarten durchprobiert hat, wie gesagt, geborener Athlet ist, hat gesagt, der MMA-Sport, das ist für mich die purste aller Sportarten. Er sagt, im Sport geht es ja immer darum, den Gegner zu dominieren, den Gegner klein zu kriegen, besser zu sein als der andere. Nur, dass das in den meisten Sportarten eben mit Bällen beispielsweise getan wird, nur im MMA nicht. Dort misst man sich auf die purste mögliche Weise und genau deswegen ist er bei diesem Sport am Ende auch hängen geblieben. Doch sein Ziel ist es natürlich, eines Tages mal Weltmeister zu werden bei den Profis. Oh, da könnte er hier definitiv einen großen Schritt nach vorne machen. Heute gegen einen internationalen Gegner, bislang ungeschlagenen Gegner. Ja, und auf einer großen Bühne, die live im Free TV ausgestrahlt wird. Wichtiger Fight hier für beide. Schöne linke nochmal von Aberger. Wechselt hier auch mal die Ebenen, bleibt dadurch schwer auszurechnen. Attackiert also mal unten und wieder die linke. Die linke Schlaghand, muss man dazu sagen. Aberger hier ja in der Rechtsauslage. Golubowskis, ich glaube, der würde gerne mehr machen, aber der ist einfach so müde, weil er über 10 Minuten seinen Gegner tragen musste. Und jetzt probiert er hier was, aber auch schon sehr spät in der letzten Runde und landet auch noch auf dem Rücken. Na, das ist natürlich aus seiner Sicht extrem unglücklich. 50 Sekunden Zeit und ich lehne mich mal aus dem Fenster. Sollte es Aberger gelingen, hier die Top-Position zu halten, dann sollte ihm hier auch einstimmig dieser Kampf nach Punkten zugesprochen werden. Übrigens, die Punktwertung im MMA sehr ähnlich wie im Boxen über das sogenannte 10-Point-Must-System. Das bedeutet, der Sieger der Runde bekommt 10 Punkte, der Verlierer 9 oder weniger. Anders als zum Beispiel im Kickboxen ist es nicht so, dass ein Knockdown automatisch zu einem Punktabzug führt. Aber eine sehr, sehr dominante Runde, wo von einem Gegner gar nichts kam oder sehr wenig, kann auch mal 10-8 oder sogar 10-7 gewertet werden. Ich würde sagen, ganz klassisch wäre das hier über 3 Runden hinweg eine 30-27 Wertung bei mir. Also alle 3 Runden an Aberger und Golubowskis hat es probiert, aber auf meinem Punktrichterzettel nichts gewonnen. Jetzt muss er hier noch mal ein paar ordentliche Schläge einstecken. Und Nebil Sebai geht dazwischen. Ich glaube allerdings, das war kein vorzeitiger Abbruch. Ich glaube einfach, die Runde war zu Ende. Auch wenn wir kein Signal gehört haben. Er hat es nochmal versucht, einen Finish zu erzwingen, Florian Aberger. Am Ende war es ein dominanter Punktsieg. Ich denke, soweit, Andreas, können wir uns aus dem Fenster legen. Ja, ich glaube auch. Hier sehen wir den Anfang des Kampfes nochmal. Spinning Backfist Versuch von Golubowskis und Aberger. Wich da aber nicht zurück und hat einfach die besseren Treffer eingesteckt. Immer wieder im Stand haben die beiden sich getroffen. Aber hier, diese linke
gerade als Konter geschlagen. Das war seine beste Aktion hier im Stand. Unter Boden hat er es einfach extrem schlau gemacht, hat seinen Gegner kontrolliert. Muss sagen, Hut ab, dass das für ihn so einfach in Anführungsstrichen werden wird für Florian Aberger. Das habe ich mir nicht gedacht. Ich habe schon gedacht, dass Edikas Golubowskis ihn mehr fordern würde heute. Das ist also das gute Stück, das die Damen da durch den Käfig tragen. Wir warten jetzt die Auszählung der Punktrichterzettel ab. Es sind drei unabhängige Punktrichter, die um den Cage verteilt sitzen. Also jeder mit seiner eigenen Perspektive auf den Kampf. Und es scheint so, als hätten wir einen Sieger. Wir machen es also einmal offiziell. Ladies and gentlemen, after three rounds we go to the judges' scorecards for a decision. All three judges score this bout 30-27. A unanimous decision for your winner. Still undefeated. And now the Inferno FC middleweight champion. Hannes Schneider übergibt da den Gürtel. Muss nochmal nachjustiert werden. Gleich werden wir im Interview mit Marc Bergmann hören, was der frischgebackene Champion denn zu sagen hat. Ladies and gentlemen, this bout is sponsored by Brett's. And the award for the winner will be presented by Herbert Gainer. Und so ein Event geht natürlich unmöglich ohne die Unterstützung von Sponsoren. Hier Herbert Gainer vom Brett Store aus München. Ja, bei mir steht nun der Sieger des Kampfes und der neue Mittelgewichts-Champion von Inferno FC, Florian Aberger. Florian, als erstes mal herzlichen Glückwunsch zu einem extrem dominanten Sieg. Das war der bislang schwerste Gegner deiner Karriere, ein ungeschlagener Mann, internationaler Gegner. Dazu noch auf so einer Bühne hier zum ersten Mal live im Free TV. Das muss unglaublich viel Druck gewesen sein. Wie viel Last ist da jetzt von dir abgefallen? War es wirklich, weil wie gesagt, es war der stärkste Gegner, den ich bis jetzt im Profikampfbereich gekämpft habe. Und ich weiß, wenn ich den schlagen kann, und nicht nur schlagen, sondern dominant schlagen, dann bin ich bereit für die ganz große internationale Bühne. Und das ist mir gelungen. Jetzt hast du einen Gegner gehabt, der viele seiner Kämpfe sehr, sehr ringerlastig bestimmt hat. Und du hast ihn heute gewissermaßen mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Hast ihn immer wieder runtergenommen, hast ihn kontrolliert. Hat dich irgendwas in diesem Kampf heute überrascht, was er gebracht hat? Eigentlich nicht wirklich. Der Plan war, ihn einmal zu lesen, weil wie gesagt, seine Gegner, aber er hat immer nur sehr einseitig gezeigt und ich wusste nicht, hey, wie schlägt er im Stand, wie tut er sich in solchen Situationen. Und ich wollte mir mal die erste Runde Zeit nehmen und einfach schauen, wie er reagiert auf meine Angriffe, mit was er selbst angreift. Eher überwachend, weil meine größte Stärke ist mein Fight-IQ und nicht eine spezielle Technik. Und es hat sich dann einfach so ergeben, dass wir am Boden waren. Ich war oben, ich war dominant und warum was ändern? Und dann weiter, warum irgendwas ändern, wenn was funktioniert? Genau so ist es. Jetzt haben wir dich hier heute mehrfach als eines der größten Talente Österreichs angekündigt. Ich würde sagen, nach 8 Kämpfen, 8 Siegen, kann man nicht mehr von Talent sprechen. Ich glaube, du bist mittlerweile einer der größten Stars aus Österreich. Du hast jetzt einen Titel um deine Hüfte. Wie geht die Reise weiter? Erstmal danke an den Hannes, der mir diesen Titel hier ermöglicht und die Veranstaltung. Ihr seid alle super, die Stimmung war super. Es hat mir richtig Spaß gemacht, hier zu kämpfen. Und immer wieder gerne. Wahnsinn. Und die Reise geht weiter. Naja. Einmal wahrscheinlich September, Oktober auf der Cage Fight Series noch. Da haben wir noch 2 Events, eins in Wien, eins in Graz. Und dann vielleicht nächstes Jahr mal schauen, ob schon die UFC anklingelt oder was weiter der Plan ist. Wir drücken dir die Daumen. Großen Applaus für Florian Aberger.